stabil aus. Ah! Ja, nice! Jawohl! Geil! Gut! Sumatra Chef Strobel Trimax. Pumpt euch auf, Jungs. Jetzt funktioniert es oder? Quali so, ganz hoch. Zwischenmeldung. Wir hatten Moin, Alex. Getestet und es funktionierte. Und jetzt auf Max' Kanal gab es einfach übelste Probleme. Aber jetzt geht's endlich. Bist du bei der nächsten Fitness-Challenge dabei? Ich sag mal so, egal wer Bock drauf hat, ich bin sofort bei einer Fitness-Challenge dabei. Was, Chat, was sagt ihr denn, wer gewinnt? Was sagt ihr denn, wer gewinnt? Alter. Bei mir schauen 440 Leute zu. Also Max sieht gut aus im Hoodie. Da sieht man schon, dass er abgenommen hat, ne? Ihr sagt, Chef gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Vorher-Nachher-Bilder. Ah, das sind die Juroren, richtig? Hi, ich bin Benny, aka Smart Games, und ich habe die Jungs 16 Wochen lang begleitet. Und heute ist Showdown. 16 Wochen Diät, wir werden rausfinden, wer Platz 1, 2 und 3 belegt und wer am Ende in der Punktfinale zu. Das ist die Jury, okay. Ich glaube, motiviert. Ich bin einfach nur das WLAN. Audio lauter, es ist laut, es ist komplett laut. Der war nur weiter weg. Wie erkennt keinen. Bewerten soll Jurymitglied hier. Zeig mal, was die können hier. Und ansonsten würde ich sagen, ja. Ach, kack, mach nochmal, Alter. Kannst du auch wegnehmen? Ja. Ich bin Coach Steph, bin Physiotherapeut und Bodyweight Coach und ich kenne ehrlich gesagt keinen von den Jungs her. Von daher bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich bin mal. Ach, fuck. Es wird gut gecuttet. Und es bleibt. Oh nein! Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht cutten. Oh nein! Und es bleibt. Oh. Ich bin Bodyweight Coach und ich kenne keinen von den Jungs her, von daher bin ich gespannt, was mich erwarten wird. Alter, kleines Talent. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin echt mein geheimes Talent. Chats, ich muss euch was sagen. Ich bin der Stefan, ich bin Bodyweight Coach und ich hoffe, ihr cuttet es. Hi, ich bin der Stefan, ich bin Bodycoach und Waxcoach und... Moin, hallo, ich bin der Stefan, ich bin der Bodywaxcoach und der Personal Coach und ja, ich kenne keinen von den Jungs. Oha! Was ein Sch... Klippen! Memes, bitte! Clippt es! Scrum! Twitter-Content, bitte! So, ja. Das ist mein beschissenstes Vorherbild. Natürlich ganz gut, wenn man vorher total ploppt aussah. Oh, geil. Jetzt versteht ihr, warum ich das vorher nicht gezeigt habe, das Bild. Erst am Tag der Abrechnung. Das sieht besser aus. Ja, ich bin gespannt. Es geht Alter, Chefs Arm, habt ihr das gesehen? Da ist richtig eine Ader rausgekommen, what the fuck? Ich mach die anderen Seite gespannt.
Oberkörperfrei haben wir uns alle noch nicht gesehen. Boah, wird geil. Martha hatte vorhin schon heimlich in einer ruhigen Minute zugegeben, dass er mich unterschätzt hat. Und er hat sich direkt gefreut. Na, Romatra? Chat, ich verweise mal, habt ihr auch nur 360p? Ne, ihr habt mehr, ne? Vom Handy geht nur 360p. Okay, also Chat, ich verlinke jetzt. Also, worüber streamst du? Über die App? Twitch-App? Über die App, ja. Ich bin jetzt 480. Kannst du vergessen? Ah, Stream, du musst den Stream-App runterladen, dann geht's über 20. Also, habt ihr gehört, ich bin absoluter Technik-Modus. Deswegen. Wer hat am krassesten durchgezogen, Chat? Den Stream von Trimax. Ich muss sagen, bei Max sehe ich schon krass den Bauch. Also bei Max sehe ich krass, dass er abgenommen hat an der Hüfte und am Bauch. Chef hat am krassesten durchgezogen, okay. Showdown. Richtiger Ghostbuster unterwegs. Mehr Kameras als Leute. So, Chef, ich habe Schere, Stein, Papier verloren. Ich muss leider anfangen. Oh. Was haben wir? 7, 8 Posen? Die Reihenfolge ein bisschen schwierig. Das Posen oh nee, dieses Posen. Das wäre mir so unangenehm. Das ist einfach nur Gamer, die sonst einfach unterm Schreibtisch versauern. 50 Schritte am Tag, 20 Kilo zugenommen in 4 Jahren. Das muss wieder runter. Was macht der? Die haben 4 Wochen trainiert. Also, es geht ja gleich los. Von der Skala von 1 bis 10. Wie unangenehm wäre euch das Posen? Geht ja gleich los. Die Jury hat sich schon versammelt. Wir haben Benny hier am Start. 16 Wochen? 16 Wochen, ne? Ja, 16 Wochen, 4 Monate, genau. 4 Monate, 16 Wochen. Ich kenne sie zum Beispiel gar nicht, die Jungs. Auch die vorher nicht. Und da bin ich mal gespannt, wenn die gleich hier ihr T-Shirt rausziehen, was da geht. Nee, das ist die Sache einfach. Die Sache einfach. Nee, guck mal, die Reihenfolge, die du am Ende sagst, was wir machen sollen. Also jetzt gleich das T-Shirt auszuziehen und zu posen, wäre mir 10 von 10 unangenehm. 10 von 10. Das, ich hoffe, das werden solche Memes, das wird so geil. Ich fühle es aber nicht, den Latz ganz entspannt. So, wenn ich so entspannt, das ist geil. Kannst du einmal ganz kurz. Also, Freunde, wir haben den oberen Beste Streamer auf Twitch. Oh nein, wie geht das schon übel? Oh! Einfach nur auf die Leute. Sehr gut, danke. Oha! Da holt er sich nochmal den Pump! Alter! Okay, es geht eher. Also, wenn du dich nach hinten lehnst, dann triffst du ihn besser. Mit deinem Oberkörper nach hinten. Das waren solide Liegestütze, würde ich mal meinen, oder? Live-Chat. Chef Wohl war vorhin ein bisschen aufgeregt und hat sich in der Umkleide beim Pump ein bisschen übergeben. Hat jetzt keine Wechselklamotten dabei. Den Tipp will ich auch nochmal. Wie war der Tipp? Einfach Chef Strobel hat gekotzt. Ey, Chat, nehmen wir an, okay? Nur mal so in der Fantasie. Stellt euch vor, Trimax, Romatra, Chef Strobel und ich, wir würden eine Boygroup aufmachen. Wir würden einfach eine Boygroup aufmachen und wir würden unsere erste Single raushauen. Hättet ihr Bock drauf? Mit Wieland, Max, Dominik und Michael. Ich würde uns irgendwie die talentlosen 4 nennen oder so. Ich meine, die Konzerte wären ausverkauft, oder? Fordere dich zur Fitness-Challenge heraus, wer zuerst 90 Kilogramm hat. Mach die erste Pose. Ist dann. Romatra, nee! Romatra! Oh. Halten, solange wir nichts sagen, halten wir die Pose. Aber nicht zu lange. Bis
Guck bitte Rumatra, guck bitte Rumatra! Rumatra. Also ich muss bis jetzt sagen, natürlich Max ist deutlich größer, aber bis jetzt sieht Max am besten aus. Man sieht richtig Brust. Dann Drehung in Back Double. So lange halten, bis wir sagen. Back left. Ich bin echt gespannt, wie Chef Strobel ohne T-Shirt aussieht. Aber Rumatra, holy fucking shit. Rumatra killt alles. Der hat für mich jetzt schon gewonnen. Obwohl, oh, guck mal, die Arme, Chat. Das ging schon ein bisschen. Der gute Wieland. Oh nein, die können machen, was sie wollen. Die können machen, was sie wollen, Chat. Oh. Ich glaube, das wird übel, oder? Die können machen, was sie wollen. Nach dem Posten kommt Musik richtig laut. Wir sagen nichts und dann ist eine Minute ungefähr alles, was ihr macht. Du musst anfangen. Ich muss zwar anfangen, aber du musst verlieren. Aber das Freestyle sind alle drei auf der Bühne. Ja, oh, das ist chillig. Und rastet richtig aus. Ja, wir werden bei dem Freestyle, wie ihr euch präsentiert, was ihr für eine Show macht. Jetzt zieh den Pulli aus, Max, da. Mach dich nackig. Einfach das Gesicht aufziehen, können wir starten. Willst du das machen? Willst du dich anmachen, dass das so irgendwas sagen wolltest? Ja, ich stelle einmal, mach Anmoderation. Erst die Jury vorstellen. Stell die Jury vor. Bei 30.000. Dann kündige ich euch ab. Ja. Und dann geht's los. Machen wir so. 15, Benni, der macht die ganze Maut. Ist der Strobel nicht so die Box mal hin? Wo sollen wir hin? Würde ich auch gerne raus. Tja, aber guck mal, wenn das ist. Ey, okay, ganz kurz. Wenn einer von den Jungs, okay, wenn einer von den Jungs im Freestyle Schattenboxen macht, dann gifte ich ihm Subs. Wenn Max, Chef oder Rumatra im Freestyle Schattenboxen machen, gifte ich dem Subs. Wenn die Schattenboxen raushauen. Also, ich würde Chef zutrauen, dass er Schattenboxen macht. Ich kann mir vorstellen, dass Chef Schattenboxen macht. Wenn einer von den Jungs Schattenboxen macht, haue ich dem Subs raus. Wir hatten vorhin einen geilen... Chef? Heute... Ihr hört mich, oder? Ja. Heute geht's um das Ding hier. Oha, ein Pokal sogar. NAC Süddeutsche 2017? Wieso stand das da drauf? Für den Chat, Einzelposing, Vergleichsposing, Freestyle und von uns gibt es eine Wertung. Juroren stellen wir gleich vor. Einfach die Tafel im Hintergrund mit abonniert Rumatra mit Prime. Was Scheiß. Oha, habt ihr gesehen? Als er angespannt hat? Habt ihr Chefs Arme gesehen, wo er angespannt hat? Max hat nur innere Bauchmuskeln trainiert mit einer Atemübung. Trotzdem gewinne ich gegen dich, das muss echt traurig sein. Personal Trainer, Millionen auf dem Konto und wenn man das gegen jemanden... Habt ihr Chefs Arme gesehen, wo er so angespannt hat? Hat er die wegen dem Baller? Das ist das Trikot von Flobby. Das ist der Strobel des Partner von Vodafone, HyperX und Level Up. Und er trägt bei so einem Event einfach Flobbys Trikot. Und du hast jetzt noch voll übergeben, vor Aufregung. Aber das ist kein Ding. Vodafone. Okay. Dann tanzt einfach im ersten Gang. Chat, ihr habt den Gag wieder nicht verstanden, ne? Fängt einfach an zu tanzen. Ihr habt den Gag einfach nicht verstanden. Da steht Telekom, Sennheiser drauf. Aber Chef Strubbel ist wirklich Vodafone HyperX-Partner.
Also wirklich PP-Gadget. Chat lost. PP-Gadget in Chat. Klar, ich bin der dickste von allen. Da war ich so bei 25-26% Körperfettanteil. Hier nochmal im Sitzen extrem unvorteilhaft, absichtlich. Ne? Habt ihr einen Vergleich? Erkennt man das am Stream, ja, ne? Ja. Deswegen wollte ich die Bilder auch nicht vorher zeigen. Ich würde dir auch ungern nachher zeigen. Ja, ist umso cooler. Je fetter man vorher war, desto cooler ist es. Ja, ich komme da an, wie du jetzt aussiehst. Okay, Max fängt an. Jetzt geht's los, Chat, jetzt geht's los! Nein, 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 mach kein Boxen. Wo der so ein Blatt Papier, kennst du das, das so? Nein, nein. Dann macht der so und dann ist dann ein Blatt Papier, nicht. Was hängt, aber ein Riss drin. Oder kennst du das? Sag mal in Chat, welcher Film, das kennst du nicht? Nee. Ich glaub, Karate Kid. Der muss, was er trainiert wird, muss er schaffen, so ein Papier, was Walter, hängt Walter. So. Man muss das also schaffen, so ein Riss in das Papier. Karate Kid. Das hängt halt, das ist geistig. Kennst du das YouTube-Video, wo dieser eine Typ, den anderen Typen so... Achso, ja, so umstößt. So, wo sind die Ladies? Sind die Ladies im Chat, die jetzt Bock haben, Chef Strobel, Rumatra und Trimix Oberkörper frei zu sehen? Gibt es hier Ladies im Chat? Gibt es hier Ladies im Chat? Wo sind die Ladies? Wo sind die Ladies? Oh, es wird unangenehm. Du musst hinten im Raum sein. Ja, ja. Okay. Benni, ja? Die Kamera ist für dein Das für dein ist für YouTube, Video? Damit wir den Blickwinkel auf die Juroren haben. Okay, das heißt, wir müssen aufpassen, dass ich nicht da reinlaufe. Du kannst einfach daneben links nehmen. Ja. Aber selbst wenn du mal davor... Also wie gesagt, wenn jemand was mit Boxen raushaut im Freestyle, gifte ich ihm Subs. Okay. Wenn Rumatra die Fitness-Challenge gewinnt, ziehe ich live im Stream mein T-Shirt auch aus. Dann sitze ich hier einfach oberkörpernackt. Nein, niemals. Oh doch, da hättet ihr auch was zu sehen, Chat. Ich habe zwar Kurven, aber ich habe auch Muskeln. Ich trainiere wie ein Krieger. Ich trainiere wie ein Krieger. Ich habe richtig blaue Flecke am Bauch. Den kann man machen, er muss anonym bleiben. Niemand will das sehen? Oh doch. Stellt euch mal vor, Chat, stellt euch nur mal vor, man darf keine Nippel sehen, aber die tapen sich jetzt die Nippel ab wegen Twitch. Nein, 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 nein. Hör auf. Stell dir mal vor, die tapen sich jetzt die Nippel zu. Dann bin ich hier raus. Dann bin ich hier raus. Moin, ich bin der Stefan. Ich bin Bodybuilding Coach und ich bin Dings und ich kenne keinen von den Jungs. Überrascht? Hier bin ich. Hi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin mega gespannt, denn ehrlich gesagt kenne ich keinen von den Jungs. Ich habe noch nie was auf Twitch angeguckt. Von daher kann ich nur anhand der Bilder bewerten, was ich glaube. Bitte sag's nochmal. Ein bisschen normaler macht als sonst. Von daher, ja, bin gespannt, was so gleich dazukommt. Juror Nummer 2. Smart Gym Trainer Johnny Weber. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Trainer im Smart Gym und ich habe die Jungs jetzt vorhin schon gesehen. Alle natürlich noch angezogen, aber sie sehen alle auf jeden Fall mega krass aus. Und bisher kann man noch nicht sagen, wer jetzt vorne liegt. Deswegen bin ich auch mega gespannt, was die Jungs so zeigen, wenn es ums Posing geht. Juror Nummer 3, Dennis Hanke, ebenso Personal Trainer, Wettkampfvorbereiter. Und Smart Gym im Trainer im Smart Gym.
Ja, ich kenne die Jungs auch noch nicht. Ich habe mir vor die Vorherbilder angeschaut. Die aktuelle Form kenne ich nicht und ich glaube, das wird heute extrem spannend. Jetzt schauen wir an, was die Jungs heute gewinnen. Oh, guck mal. Oh, Memo, guck mal da hin. No. Die Jungs kommen von links rein. Stellen sich im ersten Vergleich in Einzelposen aus dem Stern. Ui. Posen, jede Person nacheinander. Danach kommt das Vergleichsposing, bei dem alle drei nebeneinander stehen werden, gefolgt vom Freestyle-Posing. Da bewerten wir Bühnenauftritt, Präsentation. Und im Endeffekt wird heute einer das Ding mitnehmen. Ich würde sagen, genug geschnackt. Die Posen werden angesagt. Und ich würde sagen. Also, der Typ ist ja wohl ein Tier, ne, wie er im Bilderbuch steht. Mucke? Hätte ich so einen Körper, ich würde den ganzen Tag nur an mir rumfummeln, glaube ich. Ich glaube, es geht los, Chef. Oh nein. Okay, wir fangen an mit Person Nummer 1. Trimax. Walkout. Landspread. Euch angeschaut? Ja. Zweite Pose. Cross Double Bicep. Ja. Da, also ich muss schon sagen, von davor mit dem Bild kann man es nicht vergleichen. Also ich muss sagen, er hat schon krass abgenommen, ne? Jawohl! Nächste Pose, Backdouble. Ja, sieht man auch. Oh, krass. Guck mal unten, guck mal den Speck, den er davor hatte, Chat. Guck mal den Speck, den er davor unten hatte. Das sieht man schon, ne? Also einmal Clap in Chat für Max. Holy shit. Stabile Leistung. Clap. Jetzt bin ich gespannt. 4 Monate. Jetzt habe ich auch Bock auf eine Fitness-Challenge. Mir ist auch ganz, ganz wichtig, dass Max, obwohl er oberkörperfrei ist, die Rolex trotzdem noch an der Hand hat. Alright, Kandidat Nummer 2. Oh, Chat. Chef Strobel. Jetzt halt's Maul, jetzt bin ich gespannt. Alter, die Brust sieht man schon ordentlich. Alter, doch, guck mal, wegen dem Tattoo, aber guck mal den anderen Arm. Guck mal den rechten Arm, Chat, also Respekt. Front, left,
Alter, der Arm sieht schon echt gut aus. Back double bicep. Alter, guck mal auf die Schulter. Alter, sehr nice, wirklich. Sehr nice. Respekt. Alter Clap. Sehr geil. Als hätte er nur Arme trainiert. Aber die Arme fand ich bis jetzt sehr, sehr krass, wirklich. Jetzt bin ich so gespannt auf Rumatra. Also bis jetzt würde ich sagen, Chef hat gewonnen. Von Max und Chef. Obwohl ich finde, dass man bei Max schon einfach sehr stark gesehen hat, dass er abgenommen hat. Also bei Max hat man sehr stark gesehen, der hat abgenommen. Aber Chef Strobel fand ich die Arme am krassesten. Yeah, also es hängt und fällt alles mit Rumatra. Ich bin so gespannt auf Rumatra. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Rumatra einfach. Alter, auch und dieser untere Bauchmuskel bei Chef. Wie heißt der? Seht ihr Fitnesskenner im Chat? Wie heißt dieser untere Bauchmuskel bei Chef? Diese Linie. Wurde jetzt aber vergessen da hinten. Ist das ein V? VV? Ja. Wie nennt man das? V-Muskulatur, ja. Das ist V-Shape. V-Cut. Das finde ich geil. Das sieht echt. Ist ein Feini. Wieland. Die Ohren sind wieder am Start. Wieland. Oh, Wieland kommt. Okay, jetzt wird's ernst, Chat. Auch Brust. Jetzt Pose, Front Double Bicep. Der eine Arm mehr als der andere. Ich dachte, seine Nippel wären größer, aber sieht gut aus. Attraktiver junger Mann. Also die Brust ist auch schon gut. Bauch ist auch, er hat auch diesen V-Muskel. Guck mal sein Arm, das ist auch nicht schlecht. Sehr geil. Also, real talk, ich dachte, Rumatra sieht schlechter aus. Clap im Chat. Ich sag euch ehrlich, ich dachte, Rumatra sieht schlechter aus. Ich dachte echt, Rumatra sieht schlechter aus. Ich bin ehrlich. Clap im Chat für alle drei. Holy fucking shit, GG. So, wird einer Schattenboxen machen. Mama, ich will mal hier. Okay, warte, wir machen gleich eine Abstimmung. Ich will einmal das noch kurz sehen, nebeneinander. Alright. Da machen wir eine Abstimmung. Kommen wir zum Vergleichspose.
oben. Und ganz rechts. Umarmen. Alter. Wenn du das vergleichst. Erste Pose. Front Double Bicep. Das. Also wenn du das vergleichst, dass Max viel größer und schwerer ist als Rumatra. Also bei Chef sieht man die Brust am krassesten. Das ist schon echt, nice. Guck mal, wenn ihr das vergleicht bei Max, ne, gerade, unten mit dem Speck, den er hatte im Foto, das finde ich am krassesten. Letzte Pose, Mouth Muscle Up. Sehr nice. Puh. Okay, wir machen mal kurz eine Abstimmung. Wer verliert? Macht mal Max, Rumatra, Chef Strobel. Macht mal kurz hier eine Abstimmung, wer für euch verloren hat. 56%, Max 37%, Chef Strobel 7%. Krass. Ja. Ja, ja, doch. Chef Strobel ist schon deutlich besser als Rumatra. Deutlich definierter, athletischer. Was sagt der Chat? Chat, was sagt der Chat? Achte mal auf die Brust bei Chef. Das ist schon, das ist echt schon stabil, ne? Also es gibt sowieso keinen Verlierer. Chef kann nur noch verlieren, wenn er jetzt richtig beschissene Schattenboxen raushaut. Also Respekt nochmal, wirklich. Respekt an alle. Respekt an alle fürs Durchziehen, wirklich. Oh! Ist. Ihrem Posing-Sieger 2020. Trimax. Alter! Posing-Gewinner. Schisch! Jetzt ist die Frage. Jetzt bin ich so gespannt. Weitere Bewertungspunkte. Gesamtergebnis. Und somit Overall Champion 2020. Jetzt bin ich gespannt. Ist. Oh! Chef Stroh. Ja, ich wusste es. Wir haben es gesagt. Geil. Platz Nummer 2. Jetzt! Wer singt mit Gitarre? Oh. Der Platz Nummer 3 muss Gitarre spielen in der Fußgängerzone. Oh nein! Ist. Oh, bitte spielt Max in der Fußgängerzone. Platz Nummer 2, Trimax. Rumatra, nein! Oh nee, Rumatra! Wir haben uns intensiv abgesprochen. Und das Ergebnis ist sehr klar. Ja? Also. Dass wir die Platzierung so gewählt haben. Fetten Respekt an alle, ihr seid alle Gewinner. Wieland muss spielen. Wieland.
Oh, er ist so abgefuckt. Oh, nee. Wir haben etwas zu überreichen. Der Overall Champion Pokal 2020 geht somit an die Strube. Vielen Dank. Danke an Benny. Sehr geil. Coach. Ich habe den ab und zu, glaube ich, auch mit so ein paar unnötigen Fragen zugemüllt. Aber war trotzdem geil, super viel gelernt. Wenn ihr Fragen zu Fitness habt, auf jeden Fall den YouTube-Kanal abchecken. Ich habe noch so viel gelernt in Fitnessübungen. Das ist krank. Allein schon bei hier Latzug habe ich einfach falsch gemacht, 4 Jahre lang. Könnt ihr viel lernen, abchecken. Vielen Dank für die Challenge. Geil. Kontrahenten gehabt. Hat Spaß gemacht und machen wir bestimmt. Ey, GG, geil, wirklich. Geiles Event. Ein ehrenhaftes Abschlussfoto. Ihr müsst einfach bitte auf Siegertreppe. Oh ja. Treppe. Vielleicht mal kurz an Truck. Jetzt haben wir noch ein paar Betriebs Primes. Ich brauche ein Bild. Sehr geil, wirklich. Ich setze mich mal so davor, oder? Ja. Tim? Okay, noch ein bisschen weiter zusammen. Also wenn hier Smart Gains die Arme hebt, dann ist aber auch, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein, oder? Ey, Chat, ich mach, bei der nächsten Fitness-Challenge yes. Mach ich mit. Nice. Nächste Fitness-Challenge mach ich mit.